Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 wollen wir nicht nur die finanziellen Weichen für unsere föderale Struktur in Deutschland neu stellen, sondern auch die Zusammenarbeit von Bund und Ländern modernisieren. Mehrmals, es ist auch schon angesprochen worden und ich werde später darauf noch eingehen, trafen sich dazu die Regierungschefs von Bund und Ländern um die Eckpunkte zur Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleichs festzulegen. Zusätzlich muss auch noch das Grundgesetz an der einen oder anderen Stelle neu geregelt oder ergänzt werden. Grundsätzlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden mit der Einigung die Länder ab 2020 per anno um ca. 10 Milliarden Euro entlastet. Dies ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, ein staatlicher Betrag. Damit ist der Bund den Ländern finanziell sehr weit entgegengekommen und übernimmt auch noch zusätzliche Aufgaben. Ich sagte eingangs, dass wir mit den Änderungen auch die Strukturen modernisieren wollen, wie etwa für die Steuerverwaltung und bei den Einwirkungsrechten für Finanzhilfen an die Länder. Die Verbesserung der Digitalisierung der Verwaltungen. Außerdem bekommt der Bund, wie bereits angesprochen, die vollständige Verwaltung für die Bundesautobahnen. Und meine Damen und Herren, dies ist ein wahrlich großer Schritt, die Verwaltung der Autobahnen gesamtheitlich zu übernehmen. Und genau deshalb müssen wir und werden wir hier auch im parlamentarischen Verfahren besonders aufpassen und auch vorsichtig agieren. Denn es darf nicht dazu führen, dass gute Strukturen den Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes zum Opfer fallen. Und als bayerischer Abgeordneter spreche ich natürlich auch davon, dass in Bayern es funktioniert. Der Ausbau der Bundesfernstraßen in Bayern funktioniert. Kein anderes Bundesland ruft so viel Mittel für den Straßenbau ab wie Bayern. Und meine Damen und Herren, als Haushaltsberichterstatter des Familienministeriums ist es natürlich heute auch eine besondere Aufgabe für mich, über den Unterhaltsvorschuss ein paar Worte zu verlieren. Ich freue mich, dass neben dem Vorstoß der Ministerin auch unsere AG Familie mit ihrem schon länger gehegten Wunsch, den Unterhaltsvorschuss zu reformieren, jetzt erfolgreich war. Und ich bin auch äußerst froh darüber, dass diese Änderungen erst Mitte des Jahres greifen. Denn wenn wir jetzt einen Schnellschuss gemacht hätten, wer weiß, was am Ende der Tage daraus gekommen wäre. Es ist auch richtig, dass wir die Alleinerziehenden dementsprechend unterstützen können. Da sind wir ja mit dabei. Und ich freue mich auch, dass diese Regelung mit den Ländern herbeigeführt worden ist. Aber auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe das in jeder Rede, in jeder Ausführung im Ausschuss gesagt. Ich bin dabei bei Verbesserungen des Unterhaltsvorschusses. Bloß man darf nie vergessen, dass es ein Vorschuss ist. Und man darf in dieser Form auch nicht vergessen, dass hier, und da bin ich froh darüber, Verbesserungen angestrebt werden bei der Rückholquote. Auch da nenne ich nur zwei Zahlen. Bayern 30%, Bremen 11%. In dieser Spanne bewegen wir uns in Deutschland. Und ich würde mir nicht mehr wünschen, wenn wir auch in dieser Systematik Erfolge erreichen können. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist heute viel philosophiert worden über 16:0, 16:1, Ministerpräsidentenkonferenz, gestern 5:1 FC Bayern gegen Arsenal, ist ja auch schön. Diese Ministerpräsidentenkonferenz ist meines Erachtens durchaus sinnvoll. Da, ich sage gleich noch was dazu. Das ist durchaus sinnvoll, denn wir können uns in diesem Haus schön einig sein. Bloß wenn wir bei diesem Gesetzesvorhaben keine Einigung im Bundesrat erzielen, dann haben wir in den nächsten Jahren
keinen Erfolg. Und liebe Kollegin, jetzt sage ich Ihnen einmal eins, wenn Sie die CSU ansprechen und wenn Sie vielleicht die Solidarität der CSU ansprechen, Bayern bezahlt mittlerweile oder momentan 55% in den Länderfinanzausgleich. Und nur dies ist solidarisch. Und ich sage Ihnen eins, und diese Entlastung von 1,35 Milliarden, die Bayern daraus erhalten wird aus der neuen Struktur, die hat sie innerhalb 3 Jahren wieder kompensiert. Und das Nächste sage ich Ihnen auch, ein Stück weit sind die Länder schon für ihr eigenes Glück verantwortlich. Man kann nicht ständig mit dem Finger auf den Bund zeigen und seine Hausaufgaben zu Hause nicht machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man muss weiter daran arbeiten. Der Bund, da bin ich dabei, diese Bundesregierung unterstützt die Länder und die Kommunen wie noch keine vorhergehende. Wir können das auch. Wir können das auch, weil wir gute Steuereinnahmen haben. Aber auch diese guten Steuereinnahmen sind nicht so einfach vom Himmel gefallen. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt in der ersten Lesung diesen Länderfinanzausgleich, wenn ich es so nennen darf, beraten haben. Freue mich aber auch auf die Anhörungen und das parlamentarische Verfahren, das durchaus notwendig ist. Und so selbstbewusst sind wir als Parlamentarier, dass wir uns in diesem Verfahren auch zutrauen, die eine oder andere Verbesserung in unserem Sinne noch durchzuführen. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank.